Das passt überhaupt nicht zusammen, wie überhaupt der Friedensnobelpreis für die Europäische Union nicht passt. Diese Europäische Union hat sich in den vergangenen Jahren immer stärker nicht nur in Konflikten engagiert, sondern hat auch noch Konflikte angeheizt, etwa wenn ich an Nordafrika denke und den sogenannten arabischen Frühling und die zweifelhaften Ergebnisse, die wir daraus haben. Das heißt, diese Europäische Union müsste in Wirklichkeit darüber nachdenken, wie sie sich entmilitarisiert. Stattdessen militarisiert sie sich weiter. Wird immer mehr auch zu einem Militärbündnis, was mir als Vertreter eines neutralen Staates absolut nicht recht ist, sodass ich also überhaupt diese Friedensnobelpreisverleihung nur mehr als groteske sehe. In Artikel 11 des EU-Vertrages heißt es, die Mitgliedstaaten unterstützen die Außen- und Sicherheitspolitik der Union aktiv und vorbehaltlos im Geiste der Loyalität und der gegenseitigen Solidarität. Bedeutet diese Solidarität auch militärische Beistandspflicht? Das bedeutet sie immer mehr und immer stärker. Man sieht das ja auch jetzt im Zusammenhang mit der Frage des Syrien-Konfliktes, wo man schon darüber nachdenkt, inwieweit man durch Waffenlieferungen, Raketenlieferungen und so weiter entsprechende Engagements zeigt. Und da habe ich als Vertreter eines neutralen Staates ein sehr, sehr starkes Unbehagen. Ich fürchte, dass sich die Europäische Union noch weiter militarisieren wird. Und das ist eine Entwicklung, die ich ablehne. Die zum Teil natürlich von der NATO ausgeht. Es wird ja zum Teil in der Debatte schon gar keinen Unterschied mehr gemacht zwischen NATO und der Europäischen Union. Das ist so, wird so getan, als ob das bereits die gleiche Gemengelage sei und die gleiche Interessenslage sei. Das ist aber mitnichten der Fall. Zwischen NATO-Interessen und europäischen Interessen herrscht immer noch ein erheblicher Unterschied und auf den lege ich großen Wert. Ich wünsche mir daher keine weitere Militarisierung der Europäischen Union.